geht's schon los? Auch wir, meine Tochter und ich, haben heute eh den ganzen Tag schon das Problem. Zu ihrem Leid, sie kann die Wokbelitte nicht öffnen, die sie üben muss. Echt nervig. Wird das Hete noch? Paluten kann es sein, dass GLP irgendwie schwach war. Er hat es nicht geschafft, sie bewusstlos zu zaubern, könnte sie deswegen nicht nötigen. Kann es sein, dass er die Fähigkeit, dass er am Tag schwächer ist? Man kann cheaten, um Geld zu bekommen. Schweinehorn hatzt. Macht mal ein Kuhbauch. Hä? Könnt ich mich küsen? Ich heiße Tuana. Wer ist für, dass sie in Fried Hof gehen und ein Fidget Spinner drehen und Bloody Mary schreien in 3 Uhr? Hashtag Glocke aktiv. Eure Märsch sind voll geil, aber leider sind sie für mich zu teuer. Hätte gerne ein kaputt Zen Pullover gehabt in Schwarz und Größe M, aber leider nicht. Schau jedes eurer Videos, ihr seid die Besten. Ein kaputt Zen Pullover. Sie steht also auf Po-Sex. Vielleicht auch auf Poesie. Residenzsteig Anlast gesießt. Okay, wer mir diesen Kommentar in Deutsch übersetzen kann, der kriegt was von mir. Bitte in die Kommentare schreiben, was Linomi mit Residenzsteig Anlass gesießt meint. Ich bin gespannt. Ich habe Alphastein im Video gesehen. Ihr seid geliefert, auf jeden Fall! Es gibt ein Erz, das selten ist und es ist grün-gelb. Geh doch mal in Game Mode 1 und bau ihn mit Obsidian ein Bauen. Ich bau mir ein Bauen. Le Cooper hat Truhen mit Passworten. Sein Passwort ist 5482556, von wo ich das weiß, er hat es zensiert, aber man konnte ink einer Szene, die eine Millisekund war, den Passwort sehen. Mach das mal in Livestream, bitte. Luf deine Videos. Baumfest. Guten Tag, die Damen. Hier in der Gruppe ist er nicht mit der Gruppe, aber wollte posten. Vielleicht habt ihr was von Avon Cosmetics gehört als Beraterin sein und eins von den beiden als Geschrumpter zu wählen, wie das geht. Einfach PN an mich, ich werde es informieren. Danke. Roman schaute gerade Netflix, als er das Piepen hörte. Er wurde vom Feuer im Haus überrascht. Doch dann handelte er ruhig und besoffen und überlebte die Nacht. Und das regnerische Wetter hielt die zahlreichen geladenen Gäste nicht ab, sich diesen Moment entgehen zu lassen. Oh, guck mal, ist voll scheiß Wetter, total am Regnen und so. Ach egal, komm, wir gehen nicht. Schulz will die Pkw-Maut bei Wahlsieg abschaffen. Die für 2019 geplante Pkw-Maut wird zum Wahlkampfthema. Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will sie wieder abschaffen, sollte er Bundeskanzlerin werden. Dieser Gender-Wahn geht da fast schon ein bisschen zu weit. Muss man jetzt seit Angela Merkel, alle Nachfolger müssen Bundeskanzlerin sein oder was? Ach, die Bild. Die südafrikanische Studentin Noxolo Ntusi nahm es mit bewaffneten Räubern auf, die sie beklauen wollte. Sie lief auf einer Straße in einer Tasche die Festplatte mit ihrer Magisterarbeit, als ein Auto neben ihr anhielt und zwei Männer raussprangen. Und dann hat Noxolo Ntusi diese beiden Männer beraubt. Mit der Festplatte mit der Magisterarbeit hat sie einfach zwei Männer beraubt. Krass. Polizei fahndet mit Foto. Wer kennt diese Frau? Dann das Foto dazu. Habt ihr diese Frau schon mal gesehen? Dieses Blaulicht identifiziert sich einfach als Frau. Muss man respektieren. 104 von 77 Fehlern vermeidbar. Ich würde sagen 105 mit diesem hier. Billiger Kinderspaß. Was haben wir denn da? Oh, Pedigree.
Oh, Vorteils-Dreierpack. Na, da haben meine Kinder aber Knabberspaß dran, ne? 113 Spezialplacker. Mit einem Suzuki, kriegst du ein Motorrad dabei, ein Hähnchenbrustfilet, Gyros, Schweinefeil, Medaillons, Tzatziki, Reis und Salat. Ist ja ein Schweinefeil, ey. Herrlich willkommen auf mein Profil. Meine Vaginer wünscht sich Company und viele Tage des Spaßes mit Ihnen. Meld dich einfach, keine Fäden befestigt. Hier findest sie stets Clips von mir bei der elektronischen Selbstbefriedigung. Die Vaginer, ja? Ich muss mal wieder meinen Aluhut rauskramen, der liegt schon wieder unterm Blues. Erinnert mich mal dran, dass ich vor der nächsten Fehleraufnahme meinen Aluhut mal wieder rauskrame. Stellt euch die jetzt einfach vor. Die Reptilianer existieren, das weiß ich. Es gibt über 100 Alien-Species, Mantis, Greys, Nordics, auch Tall White genannt, Blue Avians, diese Vogel-Aliens und so weiter, lässt Visionen über die Endzeit unter paradiesaufwerden.com. Wo soll man das finden? Wo doch uns die Jesuitenkirche über Vatikan, Rothschild, Borgen, Rockefeller und die Banken, die Kapitalisten uns an der Nase rumführen, da ist kein Paradies in diesem Firmen, wegen die Firma diktiert bestimmt und wer damit läuft und meint, er gewinnt sicher Sklavenpreis in der Zwangsjacke, verheddert nicht mehr entbrennen. Das wollte ich mal sagen. Nachladbare, wasserdichte Zahaka-Massage, weibliche Stimulation der Klitoris flirten. Viel Spaß mit der Zahaka-Massage in euer Vaginär. Wasser im Turmspringbecken ist immer stark verdünnt. Ansonsten würde sich die Turmspringer beim Aufprall auf das Wasser sämtliche Knochen brechen. Stark verdünntes Wasser ist jedoch schlecht für die Haut, Haare oder die Badehose. Deshalb duscht man kurz mit unverdünntem Wasser nach. Erste Frage, die bei mir aufploppt, womit wurde das Wasser denn verdünnt? Nutzt man nicht Wasser, um anderes zu verdünnen? Wie verdünnt man dann Wasser? Ist es möglich, jemanden durch Namensgebung dumm zu halten? Guck mal in deinen Perso. Ich habe leider feststellen dürfen, dass sich Menschen mit dem Namen Ronny oft nicht weiterentwickeln als ein Magiewürfel. Kann man also durch Namen die Entwicklung beeinflussen? Kann das Magie sein? Können Chakren durch einen Namen blockiert werden? Nee, das kann nicht Magie sein, das kann Magie sein. Achtung, Antwort. Bei Hunden funktionierte das. Meine Kleine heißt vom Züchter Bailey und beinahe sich wie eine Besoffene und ein Elk-Junkie, bis ich sie Bibi Blocksberg, Baby schreibt mit einem B, also mit zwei B, aber nicht mit drei B, taufte. Dann hexte sie echt rum. Bei Miss Trouble war es ihr zu blöd mit dem Scheiß machen. Nun rufe ich sie Bibi One und sie benimmt sich wie eine süße, charmante, fröhliche Italienerin. Alles ist gut, lach. Das kann daran liegen, Pocahontas gab's wirklich, schau mal bei www.wikipedia, dort war sie mit Jon Ralph sogar verheiratet, aber sie ist früh gestorben. Super! Wer Walt Disney liebt, wird diesen Film mögen. Schön, wie Loslassen, Treue, Freundschaft und Respekt zählen und wachsen und somit auch fremde Kulturen zusammenfinden, einfach sehenswert, der Walt Disney. Frage zum Rösselsprung. Hä? Wenn die Linkshänderin erst mit 14 die Periode bekommt, was muss passiert sein? Liebe Bürger, wenn eine biologische Linkshänderin mit 14 erst ihre Menarche hat, hatte sie bis dato zwei Konflikte und war in Konstellation, um ihre Monatsblutung zu bekommen, muss sie den zweiten Konflikt gelöst oder einen dritten Konflikt hinzubekommen haben, der ihr die Menstruation wieder brachte. Wisst ihr Bescheid, wie das funktioniert mit eurer Vagina? Nicht so oft die Zahaka-Massage benutzen. Ihr meint westdeutsche Geschichte. Wir Ossis lehnen Zuzug ab. Den man mischt keine Völker miteinander. Oder poppt der Polarbär mit dem Braunbär? Das ZDF antwortet, ja, das tut er. Die Könige der Arktis paaren sich in letzter Zeit des Öfteren mit Braunbären. Deren Jungen sind offenbar fortpflanzungsfähig, so startet der Eisschuh und bla 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 bla. Tja, schade. Lassen Sie bitte das letzte Tag Karte Parkplatz im Auto. Parkplatz, wenn Sie vergeben, aber lassen well geparkt und Lage. Alle klar, mach ich. Mach ich immer. Den hab ich gefunden. Kleiner Tödel. 12 oder 14.30 Uhr Kindersache. Samstag, 16. Dezember, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Ein kleiner Tödel.
Hey Leute, freue mich hier zu sein. Mein Name ist Monika und 60 Jahre habe ich an den Globus geglaubt, so wie sie es uns eingetrichtert haben. Hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, bis ich auf Fersch-Videos auf YouTube stieß. Eine Woche habe ich diese ganzen Videos belächelt und dachte mir, wie bekloppt muss man sein, an den Mist zu glauben. Da ich es aber gerne mit der Wahrheit habe, habe ich es mir weiter angesehen und geforscht, wie es eben ging und mir wurde bewusst, dass ich im Irrtum und bekloppt bin und nicht die Flacherdler. 4 Wochen Tag und Nacht suche ich jetzt nach Antworten. Vegan und Lecker und Astro-Toni haben mich überzeugt, dass die Erde flach ist. Wie werden wir in das Licht geführt? Ich bin fassungslos. Danke für die Aufnahmen in dieser Gruppe. Wenn Astro-Toni und Vegan und Lecker das sagen, dann muss es stimmen. Hallo zusammen, gibt es hier jemanden, der Erfahrung hat mit der Regeneration bzw. dem Nachwachsen lassen von Augen? Und gibt es generell ein Zeitfenster für das Nachwachsen von Organen? Ich meine also, ob man Organe nachwachsen lassen kann, auch wenn ihre Entfernung schon ein paar Jahre zurückliegt. Vielen Dank im Voraus, Gruß, Johanna. Johanna, was? Ich habe eine Frage zum Thema Orgasmus. Dr. Hamer schreibt dazu im ersten Band, bei Resident Evil Frau im Regelfall der Vagino-Anal-Orgasmus erlebt. Was darf man sich darunter vorstellen, wieso steht da Anal dabei? Die Lee-Frau im Regelfall den klitoralen Orgasmus bekommt. Beide sind allerdings in der Lage, mit jeweiliger Stimulation den jeweils anderen Orgasmus zu erleben. Habe ich das auch richtig verstanden? Wenn eine Re-Frau einen biologischen Konflikt hat oder sich ihre Hormonlage geändert hat, diese Frau vaginal impotent ist, quasi während des Verkehrs nichts spürt, sie biologisch gesehen frigide ist? Sie kann im Regelfall nur noch den klitoralen Orgasmus bekommen. Ist die Frau in einer schizophrenen Konstellation, sind die Schienen von großer Bedeutung. Wenn die Schienen ein- oder doppelseitig nicht die eigentliche Sexualität betreffen, kann mit der Epileptkrise in der PCL-Phase eine einseitige bzw. doppelseitige Impotenz resultieren. Soll das heißen, solche Frauen können quasi gar keinen Orgasmus bekommen? Beds betreffen die Schienen die eigentliche Sexualität dann nur in sehr abgeschwächter Form den Orgasmus erleben? Stimmt das soweit? Eine Frau in schizophrener Konstellation in Revierbereichen hat keinen Eisprung mehr, keinen vaginalen, rektoranalen Orgasmus, außer auf Schiene. Nur durch einen zweiten Konflikt bekommt sie den Eisprung zurück? Die Konstellationen haben es echt Hinsicht, aber ich lerne fleißig. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Liebe Damen, klärt mich auf. Was für Schienen? Was für vaginoanale Orgasmen? Was für vaginale, rektoanalen Orgasmen? Klärt mich auf. Sehr gut, gehe ich ohne Direktschutz nicht aus dem Haus. Bei starken Angriffen mit Skalarwellen aus militärischem amerikanischen Satelliten auf mein Solarplexus setze ich das Orgonit ins BH. Er kriegt alles ab und erhitzt sich. Beim Telefonieren mit dem Handy klebe ich das Orgonit hinter dem Handy. Beim Arbeiten am Computer stelle ich das Orgonit neben den Laptop. Einfach super! Sehr stark, trotz kleiner Größe. Dresden, Hiroshima, Nagasaki. Viele deutsche Städte wurden 6 Monate vor Kriegsende ausradiert. Zionismus sind Judenberg, Zion, Raumbasis der Anunnaki auf Erde. Und deshalb rennen die da alle zum Berg Zion. Nationalzionisten, Nazis halt. Aber Erdogan saß auch bei den Bilderberger Konferenzen und wurde von den Anunnaki instruiert. Er ist kein Deut besser als die ganze Welt versklaven. Anal, was? Das waren die 99-38 Rechtschreibfehler. Vielen Dank für alle Einsätze, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns am nächsten Sonntag oder immer sonntags um 15 Uhr auf VidMe und immer montags um 15 Uhr auf YouTube wieder und unter der Woche in den Streams auf twitch.tv/remedyp ab 17 Uhr Montag, Mittwoch, Freitag. Ich hoffe, ich sehe euch irgendwann irgendwo da. Ich danke fürs Zusehen. Macht's gut und tschüsschen! 1 und bau ihn mit Omsid.